Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Palia. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind gerade auch wieder live auf Twitch, wo viele Süßis aus der Community mit im Chat sind. Wenn du mal Lust und Laune hast, vorbeizuschauen, findest du den Link zu meinem Twitch-Account immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, wie immer, wenn dir die Videos gefallen, freue ich mich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben. Wir werden heute wieder reinsuchten und grinden und schauen, dass wir ein bisschen weiter vorankommen. Ich darf mich nicht immer so viel ablenken lassen. Aber es ist nicht so einfach in diesem Spiel. Es ist nicht so einfach. Ach, wir haben 655 Gold bekommen, so startet man ja gerne in den neuen Tag hinein. Ich wünschte, es wäre im echten Leben auch so. Einfach mal 655 Euro fürs Aufwachen bekommen, das wäre schon was Schönes, ne? So. Ich nehme da jetzt mal alles wieder raus. So. Was habe ich hier? Okay, hier aber gar nichts. Gar nichts. Was ist das da immer für ein Geräusch? Wo kommt das her? Wieso Glitzerstaub? So, das tun wir mal ausleeren alles. So, ich tue jetzt bewusst noch nichts einsetzen. Ich möchte jetzt auch meinen Garten komplett leer ernten. Damit ich den Garten nochmal ein bisschen sinnvoller anlegen kann. Aber dafür muss ich einmal erst alles wieder wegernten. Da. Mal hier alles durchgießen, weil sonst vergesse ich es wieder. So. Oh, ah, da haben wir was vergessen. So, aber jetzt, oder? Ja. Kannst du mich auch nachher noch in der Gemeinschaft hinzufügen? Ja, mache ich gleich, weil sonst vergesse ich es wieder. So. Ach so, das geht nur, wenn du auch online bist. Muss daran liegen, dass der Weizen fertig ist? Keine Ahnung. Ich bin aber online. Okay, ich habe einen Kringel, dass ich dir eine Einladung geschickt habe. Huch, ach so. Ich tue jetzt mal alles ernten, was ich ernten kann. So, aber wie gesagt, diese ganze Gartenstruktur, die würde ich gerne nochmal etwas umändern. Und dafür muss ich jetzt aber alles einmal komplett leer ernten. Oh, Erntestufe 2. So. Okay. Die brauchen da Wasser. Huch. Auffüllen. So, heute haben wir einiges vor. Werkzeuge müssen verbessert werden. Wir müssen mit den Dorfbewohnern uns besser anfreunden. Damit wir einen Sepp haben. So, das konnte ich auch schon ernten. Sehr gut. Okay, der Rest wächst noch weiter. Bin jetzt auch drin, danke, sehr gut.
Das Geräusch kommt von erntbaren Pflanzen. Finde ich furchtbar. Finde ich furchtbar, dieses Geräusch. Aber ja, es ist jetzt weg, stimmt. An alle, wenn ihr kocht oder backt und ihr bekommt ein Essen mit einem Stern, könnt ihr dieses auch als Dekoration in euer Haus stellen, wie ein Item. Oh, süß. Ja, so ist es auch mit Insekten und Fischen. Bei Insekten und Fischen habe ich es tatsächlich schon gewusst, aber bei Essen habe ich es noch nicht gewusst. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Also. Kann hergestellt werden. Na bitte, schau. Wunderbar, jetzt haben wir unser Gießkännchen endlich aufgewertet. Das ist ja was Schönes hier. Und ich habe noch die provisorische Angelrute. Ich glaube, da gibt es ja auch schon eine bessere. Jawohl. Und auch die können wir uns jetzt machen. Wunderbar. So. Was müsste jetzt noch verbessert werden? Dieses Dingens hier. Und der Bauch, das Bauchdascherl. Okay. So, jetzt schauen wir mal. Okay, aber mit Ajura bin ich eh schon relativ weit. Wir müssen jetzt mal mit allen ein bisschen plaudern. Mit Hassian bin ich auch schon sehr weit. Okay, uiuiui, mit der haben wir noch fast gar nichts. Wir müssen mit allen ein bisschen reden heute. Ich muss bezahlt werden, sammle 10.000. Haben wir erst 5. Mhm. Fortgeschrittener Angler, okay. Erreiche Anglerstufe 10. Kochen 10. Fortgeschrittener Gärtner. Miner, Jäger. Bugcatcher, okay, okay. Sammler. Möbelhersteller, okay. Medaillengewinner, was ist denn das? Wöchentliche Herausforderung, Eroberer. Schieße 20 wöchentliche Herausforderungen ab. Und was sind die wöchentlichen Herausforderungen? Steht das irgendwo, was meine Weekly-Herausforderungen sind? Aggressiv, großzügig, was? Ah, mache 30 Geschenke. Du weißt, was ich will, verschenke wöchentlich 40 mit gefällt mir Geschenken. Du weißt, was ich liebe, wöchentlich 20 beliebte Geschenke. Mein erster seltener Bug, okay. Mhm. Da gibt es voll viele, so, wie nennt man das? Erfolge, die man haben kann. Okay, wow, da gibt's so viele Sachen. Holy shit. Holy shit. Oh mein Gott, endlich hat's geklappt. Wäre nie drauf gekommen, in die Schale Wasser zu gießen. Yay! GG, Bookclub Leo. Ja, da haben einige dran gehabert. Ich auch. Ich auch. Den du uns gestern geratet hast, war nicht so mein Fall, war mir zu schnell. Oje, oje. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, ich habe dann im Nachhinein, gestern vorm Schlafen, habe ich auch nochmal kurz in den Stream dann reingeschaut. Und es war auch nicht ganz mein Fall, weil die ganze Zeit ist das immer, er dreht die Kamera immer so schnell, wenn er herumläuft. Und das war mir auch zu hektisch. Also für mich war das zum Zuschauen, mich hat das irgendwie gestresst. Ich habe dann nämlich im Nachhinein vorm Schlafen, habe ich mir gedacht, schaue ich noch ein bisschen bei ihm rein, weil ich mir echt sehr, sehr gerne seine Animal Crossing Videos angeschaut habe immer. Aber die ganze Zeit dieses hin, her,
boah, das hat mich ganz unrund gemacht. Also da wär, ja, das war auch nicht so mal voll. Aber gut, jeder spielt das halt auch ein bisschen anders. Aber für mich wäre es zum so Spielen zu stressig und auch zum Zuschauen. Also mich hat das ganz nervös gemacht. Das war jetzt nicht so mein Fall. Sei gegrüßt. Here's a little something as thank you for continue patronage, pal. Come spend it all in one place already. Eine Glücksmünze erhalten. Ich habe durch Zufall auch meine Mole getroffen und war ein bisschen jagen. Ah, süß. Wie schön. So. Ich wollte jetzt noch ganz kurz schauen, ob meine Freunde was brauchen. Oh, niemand braucht etwas. Wow, okay. Gut. Wenn niemand was braucht, dann überleg immer was. Was könnte man gebrauchen? Oh, Stachelpanzerkrebs. Brauchen wir das nicht für diesen Special Stein da, wo man das reinschmeißen muss? Weiß ich jetzt nicht mehr. Und was könnten wir noch anfragen? Was geht immer? Was ist immer gut zu haben? Ein bisschen Eisenbahn. Ein bisschen Kupferbahn. So, oh schau, ich kann noch eines ansuchen. Das ist ja ein Wahnsinn hier. Was könnte man noch nehmen? Dein Ziel? Keramik. So. Bitteschön. Nee, das war ein Vampirkrebs. Aha. Was habe ich jetzt angefragt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich muss noch ein bisschen näher ranrutschen hier. So, ich brauche mal als allererstes was zum Essen, Leute. Gottes Willen. Kathi! Kathisel, Sinimo 1 Love, Sinimo 1 Love, Sinimo 1 Love. Girl, vielen, vielen lieben Dank für deinen Stufe 1 Sub im 20. Monat. Holy shit. Wie geht's dir, Girl? Ach so, falls andere Spieler. Ah, okay, interessant. Jemand will mit mir befreundet sein. Kelly Forrester. Who is it? Ganz gut und dir, mir auch. Danke, danke. Who is it? Was machst du Schönes, Kathi? Christa, vielen, vielen lieben Dank für 100 Biddies. Dankeschön. Gegenstandsanfrage abgeschlossen, was? Ach so, ich muss gar nicht drehen. Ich muss nur Maus gedrückt halten. Ups. So, ein Süppchen. Ich mach mir gleich noch eines. Bin gerade bei meinen Eltern und chill in der Hängematte. Oh, nice. Nice. So, das gute Süppchen. So, So, wissen wir jetzt schon, wer das ist? Ist das jemand, der gerade hier im Chat ist? Who is it?
Den fertigen kann man irgendwo kaufen und ansonsten braucht man einen Webstuhl, dass du ihn dir aus Baumwolle machen kannst. Ich nehme jetzt einfach mal an. So. So, mal hier die Fokusleiste aufladen. So. Dann. Schauen wir mal bei den Quests rein. Gut, ich habe jetzt eigentlich eh nur noch offen, dass ich einen Shep finden muss. Mit Ajura können wir reden. Gut, das heißt, ich werde jetzt einfach mal durchs Valley rennen, wollte ich jetzt sagen. Und mal schauen, was die Leute so haben wollen, ne? So. Frage ist jetzt nur, vielleicht behalte ich mir ein paar Items drinnen. Falls jemand was braucht. You know? Oh. Einmal eine Tomate mit. Genau. Nein, die tun wir alle weg. Stein wird keiner haben wollen. Vielleicht möchte jemand diesen Unkrautdünger haben. Warum habe ich so viel von dem? Wo kommt das her? Hm. Butter gebe ich auch weg. Eine Zwiebel habe ich. Ich nehme auch einen Weizen mit. So, mein Essen. Zwiebel. So. Das kommt weg. Das war das Ei, was ich gekauft habe. Das war der Essig, Salz und die Milch. Das geben wir weg. Reissamen. Ich nehme jetzt einfach ein paar Sachen einmalig mit. Falls ich das jemandem der Dorfbewohner schenken kann. Oh. Kann ich nicht nur... Ah, so. Einmal Kartoffel. Baumwolle habe ich nur noch einmal. Ui, das ist wenig. Okay. Dann können wir noch einen Weizensamen mitnehmen. Tomatensamen habe ich auch nur noch einmal. Okay, das ist nicht gut. Also ich habe jetzt nur noch einmal Tomate und einmal Baumwolle. Pilz können wir uns mitnehmen. Ein Süßblatt. Ein das da da. Dragon, vielen lieben Dank für deinen Follow. Hallo, bin Christina. Herzlich willkommen hier bei uns. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Ich glaube, ich starte jetzt mal so los und den Rest werden wir herausfinden, was die haben wollen. So, Wasser trinken. Muss mich noch ein bisschen vorbereiten hier auf meinen Tag in Palia. Wahrscheinlich ist dann schon ein Tag um, bis ich bereit bin hier. Ich werde Delilah nehmen, die schickt mir immer Essen und Zutaten. Wer ist Delilah? Die Shep-Aufgabe dauert. Du musst die Freundschaft auf Stufe 4 haben, der dein Shep sein soll. Oh Gott. Warum will niemand mein Sepp sein? Das ist ja wie im echten Leben. Da kriege ich auch keinen ab. Mensch. So, ich habe jetzt hier viermal Baumwolle reingeschmissen. Und was habe ich noch gesagt? Brauche ich Tomaten, gell? So. Gut, hier wird fleißig produziert.
Dann hätte ich gesagt, wir werden jetzt mal alle abklappern hier. Ach so, es ist 3 Uhr 27. Wird wahrscheinlich ein bisschen spannend werden, alle abzuklappern. Lass mich dein Sugar Sepp sein. Kommt noch. Was, mein Sugar Sepp? Oder die wahre Liebe? Oder dass ich vorankomme in Palia? Das musst du uns jetzt ein bisschen genauer erklären, Christa. Sowohl als auch. Na, hoffen wir mal, dass ihr recht habt. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Aus dem Nichts. So, ich tue jetzt nebenbei ein bisschen alles. Weil es ist mitten in der Nacht. Da wird das ein bisschen schwieriger werden. Mit den ganzen Seps zu reden. Und wir brauchen ja eh Materialien. Spiele seit 10.8. Palia. Nice. Nice. Woher kommst du? Aus Tirol. Ich versuche immer schön Hochdeutsch zu sprechen, dass ihr mich alle auch versteht. Hä? Ich dachte, ich habe da noch was gesehen. Meine vor 42 Jahren gefunden, alles schön. Das ist schön. Ich komme aus der Punktestadt Flensburg. Warum Punktestadt? Punktestadt, das klingt aber süß. Er schnell was mit den Kiddies machen und komme später wieder, macht das Zähnchen. Und ganz viel Spaß. So, jetzt haben wir es eh schon 5 Uhr in der Früh. Ja, Atmer, da habe ich heute richtig Glück mit dem Kupfer. Davon ist ja noch eines. Bin auch gerade am Kupferfarmen. Nice. Nice. Wir können dann auch gerne wieder, wenn wir ein paar Leute sind, gemeinsam farmen oder kochen. Ich finde, das macht echt Spaß. So. Nehmen jetzt einfach hoppala alles ein bisschen mit.
Oh, Gratulation. Mining ist jetzt Stufe 5. Nice. Sehr gut. Mein Haus steht seit heute, aber wie schön. Wie schön. Ich möchte das Haus dann auch noch irgendwann echt so schön einrichten und ein bisschen ausbauen. Es ist halt am Anfang noch nicht ganz so easy cheesy mit dem Geld, weil ich möchte jetzt noch nicht zu sehr ins Haus investieren, weil ich möchte vorher halt echt die Sachen aufwerten, damit ich bessere Geräte mir dann auch zulegen kann, weil ich glaube, dann ist das alles ein bisschen leichter mit dem Geld machen. Die nächste Inventarstufe kostet ja 5000. Hat sie sich jemand von euch schon geholt? Sind im Garten Teichalgenfarmen. Oh, süß. Süß. Und hi, Raffi. Na, schau mal, da haben wir schon jemanden, mit dem wir tratschen können. Hallo. Humans call me Aina. Hey. Ich habe noch einen besonderen, geistreichen Silberlachs gesucht, der mir Gesellschaft leisten könnte. Zeig mir bitte Bescheid, wenn du ein Exemplar. Ein Silberlachs. Ein Silberlachs. Da kann ich dir jetzt leider nicht dienen, mein Schätzelein. I'm so sorry. For my Dory. Anforderung nicht erfüllt. Angeln Stufe 4. Angeln Stufe 5. Ein Silberlachs. Goodbye. Gut, und tun wir heute mal ein bisschen angeln, ne? Mit meiner brandneuen Angel muss ich hier gleich hier flexen. Ah, da haben gerade welche in den Chat geschrieben. Ich habe jetzt nur gesehen, dass der Chat wieder zugegangen ist. Ich glaube, Buklav, Leo und Luca sind da am Flirten. Macht nur Spaß, gell? Wow, ich habe ein Steuer. Fehlt mir nur noch das restliche Boot. Sind doch keine Jungs, was? Wie jetzt? Huch, okay, angeln und gleichzeitig Chat lesen geht nicht. Was machen die da im Chat? Ihr irritiert mich jetzt, ey. Was passiert hier? Die haben sich sicher heimlich ausgemacht, dass sie sich treffen zum Kochen und gemeinsam essen auf Ramontisch. Schon wieder ein Steuer. Ich brauche einen, was war das, ein Silberlachs. Vielleicht sollte ich vorne zum offenen Dings gehen. Vielleicht habe ich da bessere Chancen. Die nächste kostet 50.000, dann... Wow. Wow. Eine Kiemfloss. Okay, ich gehe mal nach vorne.
Geh mal nach vorne. Oh, und da gibt es ja auch Lehm. Sehr gut. Ich schaue gleich wieder auf den Chat. Bin Christina im Spiel. Okay. Hast du mir eine Anfrage geschickt? Sind wir schon befreundet? Ich bin ab und zu ein bisschen lost. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber für alle, die schon länger dabei sind, ist es ja auch nichts Neues mehr, gell? Resta. Nein. Ich wollte hier nur sagen, auf romantisch hier gemeinsam kochen. Nicht hier gleich so schlimme Sachen. Wie lange bleibst du heute? Bis ich keine Lust mehr hab. Ich würde mal sagen, keine Ahnung. 20 Uhr, 21 Uhr, I don't know. Ich entscheide das ganz spontan. Je nach Lust, Laune, Müdigkeit und Hunger. Aber ich habe heute keine Termine, also ich muss nirgends hin. Nicht wie die letzten zwei Male. Hä? Was war denn das jetzt für ein schlechter Wurf hier? Hä? Wirf! Warum fällt das nur so wenig weit ins Wasser? Wieder eine Kiemflosse. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht schaffe ich es an dieser Stelle. Aha. Das schaut schon besser aus. Nice. Dann kann ich in Ruhe alles fertig machen. Ja, logisch. Bitte macht euch sowieso niemals einen Stress wegen dem Stream. Jeder, wie er Zeit, Lust und Laune hat. Ich stream ja auch, wie ich Zeit, Lust und Laune habe. Eine Kiemflosse mit Sternchen. Wow. Das ist mein Inventar voll dieser Frechheit hier. Oh, wir können unsere Glücksmünze könnten wir einlösen gehen. Das nehme ich aber noch mit, weil das habe ich ja Herz. So, also mit dem Roboter haben wir jetzt geredet. Dann gehen wir jetzt mal ins Dorf rein. Und schauen wir mal, wie wir da so ein bisschen tratschen können. Damit wir unseren Sugar Sepp finden. Da haben wir Tisch. Oder auch nicht. Aha. Ah, da. Tisch. Lass uns plaudern. Okay. Mir sind beim Flechten von Blumenkränzen die Sonnentropfenlilien ausgegangen. Falls du welche siehst, könntest du mir sie dann pflücken. Ah. Sehr gut. Für Modifikationsbank.
Warum brauche ich eine Herstellungsanleitung für die Modifikationsbank? Für Industrialkommode. Esszimmer, Tisch und Stuhl. Das ist süß. Aber die Tasche voll. Ah ja, danke. Da war ja was. Na, warte mal. Hat sie... Oh, sie hat jetzt alle bekommen. Achso, nein. Nein, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe bewusst nur eins mitgenommen. Die Modibank. Oh. Hi. Oh. Zum Umfärben meiner Möbel. Was? Was? Oh. Ich habe die Anforderung noch nicht erfüllt. Ach Mensch. Schade, Marmelade. So, hier haben wir Esche. Esche ist die böse Schwester von Cuella. Warum hat sie ein Fragezeichen? Nett, dass du vorbeischaust. Chat mit Esche. Mein Mann neigt dazu, sich mehrere Monate am Stück auf ein bestimmtes Lebensmittel zu versteifen. Seine aktuelle Obsession sind Sandwiches. Er isst sie zum Frühstück, Mittag und Abendessen und zu jeder Zeit dazwischen. Seine Fixierung wäre nicht so schlimm, wenn er nicht ständig seine Sandwiches verlieren würde. Erst neulich Abend habe ich ausgerechnet in meiner Badewanne eines gefunden. Was in Margis Namen hat das da zu suchen? Das weiß ich auch nicht, Eschelein. Einige meiner Fälle müssten ersetzt werden. Doch es graut mir davor, mit Hassian Geschäfte zu machen. Könntest du mir vielleicht ein paar Fälle besorgen? Welche hättest du denn gerne, Eschelein? Ich habe ja heute schon was geschossen. Kommst du drauf, dass mir das gefallen würde, weil du gerade gesagt hast, du möchtest gerne Fälle? Schau nicht so grumpy. Excuse me, wählerisch sind wir auch noch, oder was? Das ist doch, da bitte, das ist doch ein Fell. Ich habe jetzt Augenzeugen hier. Die wollt das nicht. Die ist voll unzufrieden hier. Frechheit, ich geh wieder, Esche. Ja, mind your manners too. Ich habe hier extra eine Gams geschossen für dich. So, dann gehen wir mal zu, oh, nein, warte. Da hätten wir ja noch die Lady drinnen. Die schaut ein bisschen aus wie Ada aus Dead by Daylight. Hope you have something interesting to say. Quatschen wir auch ein bisschen mit ihr. Okay, schauen wir mal, was sie möchte. Egal, was ich meine, ich sehe den Stil meiner Mutter. Es wäre schön, mal etwas selber gestalten zu können, weißt du? Und wenn es nur ein Lotus oder so wäre. Lotus. Habe ich leider keinen. Tut mir leid. Ich kann den Steuerrad anbieten. Nein? Kein Interesse? Okay, dann gehe ich halt wieder. Schauen wir mal, was da Schönes gibt. Herstellungslizenz. Erhöht die Anzahl der Handwerker, die du platzieren kannst, um 1. Kostet 750. Ein Mediumzimmer kostet 8000. Ein kleines Zimmer kostet 6. Ein Flurbereich gibt es auch. Ein Kamin-Add-on. Erntezeithaus? Was ist denn das? Ein zweites Haus? Man, die Herstellungslizenz. Ich warte lieber noch, bis ich sie tatsächlich brauche. So, wen haben wir da noch? Hier ist die Sifu. Vielleicht von meinem dicken Braunen. Ich glaube fast auch. So, wir chatten auch mit ihr ein bisschen. So. Oh, wir wissen jetzt gar nicht, was sie will. Wir bieten ihr an Kupfererz. Ich bin nicht wie die anderen.
verweicht ich Majiri, die man bestechen muss. Das heißt, ich nehme es dankend an. Jawoll! Ich habe mir gedacht, dass die Schmiedin sowas mag. Oh, was will sie jetzt? Hast du meinen Jungen irgendwo gesehen? Wer ist denn ihr Junge überhaupt? Ach, herrje, da hat wohl jemand einen Clown gefrühstückt. Davon bekomme ich von Badru genug. Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass ich genug Steak gemacht habe und eine Herde wilder Schadwracks zu füttern. Ich würde es hassen, es zu verschwenden. Okay. Come back with a story. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Quest bekommen, oder wie? Ja, tatsächlich. Okay, wir müssen Hasian fragen, ob er zum Essen nach Hause kommt. Süß. Müssen wir was reparieren? So. Was gibt's hier? So, und für was brauche ich den Arbeitstisch? Den habe ich ja daheim, oder? Das wäre jetzt wahrscheinlich, wenn ich den aus Versehen lösche, oder? Und hallo, Angry Baby Oni. Das habe ich auch nicht verstanden. Der sieht, glaube ich, nur anders aus. Ah, okay. Ich habe mir jetzt nur gedacht, vielleicht, wenn man den aus Versehen gelöscht hat oder so. Aha, wer ist denn er? Sugarfoot says hi. Oh, entschuldige. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich war ein bisschen abgelenkt. Das passiert mir häufiger. Findest du meine Klamotten peinlich? Was? Er ist der einzige Einwohner, wo ich jetzt sagen würde, so... hat nette Oberarme. Meine Familie kann sich nichts Schöneres leisten, aber manchmal fühle ich mich unwohl, wenn ich in die Stadt gehe und eine Hose mit Löchern trage. Was? Er ist voll hübsch angezogen, voll süß mit dem Dreieckstuch. Einer unserer Wagen ist gestern ein Rad gebrochen und wir können es uns im Moment einfach nicht leisten, ein neues Rad zu kaufen. Wenn du ein altes Exemplar findest, könntest du es mir bringen. Ich bin sicher, dass ich ihn reparieren kann. Ein Steuerrad? Das eine Müll des anderen Freund, stimmt's? Jawoll! Nette Oberarme, ich schreie. Ja, ist doch so! My dad. How are you settling into valley life? Oh, hey, schön dich zu sehen, aber ich bin gerade etwas überfordert. Warum? Ja, ich meine, cool, mir geht es gut. Ich bin überhaupt nicht überwältigt, mir geht es super. Oh, was hat er denn? Nichts, ich muss nur die Aufgaben von 3 Tagen an einem Tag erledigen. Das wird schon klappen. Oh, obwohl ich meine, wenn du etwas Zeit zum Reden hast, mit all den neuen Leuten, die in die Stadt kommen, habe ich eine Menge Karotten für Sugarfood verteilt. Deshalb ist unser Lagerbestand gerade ziemlich niedrig und ausgerechnet heute kommt Reed mit einer Bestellung um die Ecke. Ich weiß nicht mehr weiter. Wenn wir diese Karotten nicht liefern können, sucht sich das Gastes einen anderen Standort, vielleicht sogar in Erntwiesen. Sie kriegen bei mir die Karotten. Dann können sie täglich bestellen und dann werde ich reich. Und wenn das passiert, könnte meine Mutter weinen. Oh. Und dann würde ich anfangen zu weinen. Oh. Und dann würden wir alle weinen. Oh. Außer für Harvest Meadows wahrscheinlich. Ich kann helfen. Wirklich? Wow, danke, Sinimon. Ich verspreche dir, wenn du dich um die Karotten kümmerst, verfüttere ich nicht mehr alle an Zuckerbein. Selbst wenn sie mich ganz traurig anschaut. Oh. Ich füttere sie stattdessen einfach mit der Hälfte. Gute Idee. Gute Idee.
Okay, das heißt, da haben wir jetzt wieder ein neuer. Mit dem können wir auch gleich reden. Bin ja voll busy, Leute. Ich muss hier Connections knüpfen. Wie ich höre, hast du ganz schön was auf die Beine gestellt. Es kommt die Zeit, in der du etwas Stärkeres brauchst. Ich habe genau das Richtige. Was hast du denn Schönes für mich? Eine Reparaturstation. Oh, cool. Das heißt, ich kann auch zu Hause reparieren. Herstellungsanleitung für Silberbarren. Und was ist das? Für was? Für schwere Schmelzer verwandelt Mineralien schneller in Ziegel und Barren als der... Nein, ich habe schon wieder kein Geld. Ich komme wieder. Lasst uns noch ein bisschen chatten. Was möchtest du haben? Habt ihr ein paar Steine übrig? Man kann... Ehrlich jetzt? Großartig! Noch mehr nutzloses Zeug, um das alte Haus zu verstopfen. Tut mir leid. Habe ich das laut gesagt? Yep. Anyways. Hat er sich jetzt gefreut? Er hat Stein gesagt. Ist das für mich? Ja. Ja, danke. Oh, okay, das hat ihm jetzt gefallen. Okay. Bye. Wer ist sie? Delilah. Chat mal auch schnell. So. Was könnte sie mögen? Geben wir ihr eine Karotte. Oh, ein Geschenk für Aufmerksamkeit. Oh, wow. Das war jetzt nur geraten. Es ist auch nett, dass ich jemandem mein Karottchen abgeben konnte. Und in dem Moment, wo ich es laut ausgesprochen habe, habe ich es bereut. Oh. Oh, eimtückische Rauchbombe. Ich kaufe jetzt einen Chapa-Pelz, okay? Und schau mal, dass wir ihnen der Dingsbums geben. So, das kann ich ja verkaufen, weil wir bräuchten 1000 für diese andere Maschine. Kommen wir super voran. So, tschüss. So, wo ist jetzt der Dude? Er war das, oder? Also, ich sag's euch, Leute, an alle, die das Game noch nicht gedownloadet haben, ladet es euch runter. Es macht so süchtig. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Hi, Fitzbin! Ich suche die jetzt auch weiter. Es ist ein Wahnsinn, oder? Es ist ein Wahnsinn. So. Perfekt. Jetzt bin ich wieder arm. Dafür bin ich reich an Materialien, an Rezepten. Da vorne sehe ich ein Lehm, Kupfer. Ja, das nehmen wir uns mit. Wen haben wir jetzt noch nicht geredet? Mit dem Herrn Bürgermeister, mit ihm, mit der Bibliothekarin. Mit Zeki habe ich ja auch noch nicht geredet. Ich war nur in seinem Shop. Huch. Mal kurz mit ihm reden. I lost my sandwich. Again. Schon wieder.
Meine Frau fragt nach einem Chapa, seitdem unser Koch weg ist. Was? Vielleicht kann ich ihre Gunst irgendwie wiedererlangen, wenn ich für sie einen zubereite? Oh, okay. Er will das Fleisch. Wo ist jetzt sie? Huch. Ich muss ganz kurz zur Esche. Make yourself useful. Ah, wie ich sehe, hast du mit Juriton Großzügigkeit endlich vollends verstanden. Vielen Dank für dieses Geschenk. Soll nicht ungewürdigt bleiben. Okay. Warum hat sie immer noch ein Fragezeichen? Willst du mein Chef sein? Ich kenne dich kaum gut genug, um dein Chef zu sein. Außerdem wäre es höchstens unpassend, wenn ich die Zeremonie leiten würde. Leider müssen sie sich jemand anderen suchen. Ach so, sie wollte einfach gefragt werden. Ah, Eschelein, ha? Du wolltest einfach das... Ja. Ich hab dich schon verstanden, Girl. Ich hab dich schon verstanden. Die Eschi. Nur noch 8%, dann kann ich endlich anfangen. Ach, schön, Lisi. Die Eschi wollte einfach die Aufmerksamkeit haben. Auch wenn sie eh schon gewusst hat, dass sie nicht mein Chef sein kann und ich auch schon gewusst habe, dass ich sie zu wenig kenne, dass sie mein Chef sein kann, wollte sie trotzdem einfach nur gefragt werden. Es ging ihr nur um die Gestik. So. Mit ihm chatten wir auch kurz. Was könnte Seki mögen? Sowas? Ah! Na schau! Take it easy, but not too easy. Er ist der Ärgste. Okay, jetzt kann ich nicht mehr quatschen mit ihm. Oh, wir könnten noch ganz kurz in seinen Underground-Shop schauen, wenn wir schon da sind. Ha? Da ist ja gar nichts. Hä? Das letzte Mal waren hier Möbels. Ich bin gerade verwirrt. Okay. Wir haben jetzt erstmal brauchen. Nur nachts, wenn Seki da ist. Oh, Luca, du kennst dich voll aus. Ich glaube, Luca wird das nächste Skript für mein Tipps und Tricks Video schreiben. Ich sehe das schon. So. Mit ihr haben wir auch noch nicht geredet und mit Heckler auch noch nicht. Wo sind die? Wer ist sie? Huch! Hallo Mensch, wie gefällt es dir im Dorf? Hallo, wer sind Sie? Ich bin Kutora. Ich bin ein Kurator von Kuriositäten. Die kenne ich noch gar nicht, oder? Wir fragen mal, was sie haben möchte. War am liebsten am Strand gegangen. Tatsächlich weiß ich aus sicheren Quellen, dass die Muscheln, die wir damals gefunden haben, noch immer hinter ihrem Tresen versteckt. Okay. Muschel habe ich jetzt aber sicher keine. Nö. Don't pull the thread and see what unravels.
Schaut mal, die Leute haben mir Geschenke gemacht. So. Oh, ich habe ein Ei. Die brauchen ein Ei. Ich kann ein Ei spenden. Wie ich mich immer freue, wenn ich jemandem auch was spenden kann. Mhm. So, mit der quatschen wir auch. So. Strumpfwaren. Wenn wir Baumwolle hätten, könnten wir vielleicht ein paar zusätzliche anfertigen. Ich habe Baumwolle aber nicht dabei. Oh, süß, wie sich das Köpfchen immer dreht. Ich komme wieder, okay? Versprech's. Now, back to my Tina. Mit der tratschen wir auch noch kurz. Okay. Was könnte eine Bibliothekarin wollen? Ein Buch. Aber ich habe mir noch keins ausgeborgt. Was wollte sie nochmal? Oh Gott, das habe ich mir nicht gemerkt. Sie wollte irgendwas basteln. This was tons of fun. Oh, ich habe eine neue Nachricht. Oh, Gina! Halt! Seen anything worth and let me know if you find any interesting. Need any help? Ja, ich muss mit dir ein bisschen chatten, damit sich unsere Freundschaft aufwertet. Genau. Was möchtest du? Ein Schwammerl? Oh, ist das für mich? Vielen Dank. Perfekt. Huh. Did I eat today? Ja, jetzt hast du ein Schwammerl von mir bekommen. Jetzt kannst du was essen. So. Wer fehlt uns noch? Wer fehlt uns noch? Der Hastian fehlt uns noch. Und der Bata. Hä? Warum bewegt er sich so schnell hin und her? Ah. Get on with it. Deine Mutter möchte wissen, dabei steht sie neben ihm. Ach so, er ist der Sohn. Lass uns noch ein bisschen chatten. Was möchtest du haben? Wie wäre es mit etwas Leder? Leder? Wo kriege ich denn das her? Wir können schon einen edlen Bogen craften, Leute. Brauche ich aber wieder Geld. Nein, ich wollte mit deiner Mama reden, die eh neben dir steht, und wollte deiner Mama sagen, dass du zum Essen kommst. Jawoll! Come back again soon. Okay. 108 Meter, mit dem haben wir auch noch nicht geredet. Sorry, ich bin gerade ein bisschen voll am Wuseln und Bambuseln, dass ich mit allen kurz geredet habe. Oh, das war jetzt viel zu weit. Steht auch da, wo du die Bewohner aufrufen kannst, was sie mögen, wo der Status ist von denen. What? Was war das jetzt für ein Fisch? Silberlachs! Den will der andere. Aber bei ihm ist nur Fragezeichen, das muss ich erst erfragen. Bei Auni auch, bei ihm auch. Bei ihr weiß ich jetzt eine Muschel, aha. Das steht aber nicht bei jedem dabei.
Silberlachs. Okay, ich muss zu Dings. Hier kurz chatten. Okay. Hab gerade einen Bibliotheksausweis bekommen für mehr Bücher. Kann man da jetzt was lernen? Komisch. Oha, wow. Ja, nice. Hier mal ein bisschen chatten. Ihn kann ich auch nicht fragen, was er haben will. Das will er alles nicht haben. Aha. Nein. Okay, dann I'm sorry. Ich muss jetzt zum Dings. Okay, die ist eh unten am Fluss. Deswegen musst du ja aufleveln. Ach so, das heißt, erst wenn ich die besser gelevelt habe, dann sehe ich immer automatisch, was die haben wollen, oder wie? Perfekt. Go and seek your wife. Okay. So, was gibt's hier? Ach so, das habe ich noch nicht erfüllt. Stufe 6, Stufe 7. Wie weit bin ich denn mit Angeln überhaupt? Wow. Oh, wow, Stufe 3. Hast schon alles gebaut, was du bauen kannst? Also Blockhütte, Items. Wow, eine Kiemflosse. Müsstest du schon auf Stufe 4 kommen, beziehungsweise knapp dran. Was? Hast du schon alles gebaut, was du bauen kannst? Das verstehe ich jetzt nicht. Blockhütten-Items. Und das wertet alle meine Skills auf? Das wertet ja dann nur das Bauen auf. Oder? Ja, nein, den Möbel bauen. Ja, aber ich brauche ja Angeln. Auf Stufe 7, dass ich das nächste haben kann. Okay, hier kriege ich immer nur Kiemflossen. Ich muss mehr angeln, Leute. Wann wolltest du was kaufen? Was nicht ging, weil du Möbelbau in Höhe brauchtest. Ach so, das war aber nur diese Werkbank, oder? Das war ja nur diese Werkbank. Ich zeige euch nämlich gleich, was ich gerne haben möchte. Ich fange noch schnell den Fisch. Also, ich zeig's euch. Ich hätte gerne das. Dieses Rezept.
Weil das kannst du angeblich super teuer verkaufen. Ach so, Angeln Stufe 5. Das hätte ich gerne. Und jetzt? Kann ich da was reinspenden? Hallo? Was? Hä? Was soll ich da machen? Kann ich jetzt eigentlich schon große Bäume fällen? Oh ja! Oh nein. Ich muss nach Hause, Leute. Ich muss nach Hause. So. Verabschiede mich aber ganz kurz in die Pipi-Pause. Ich werde mir mein Wässerchen auffüllen. Also holt euch alle was zum Snacken, holt euch was zum Trinken. Ich bin ganz gleich wieder bei euch.